week they hate it. Maybe it's the name, maybe that dope music we make it. And they come with these. Jo Leute, und weiter geht's mit dem dritten Teil von Sky PvP Programmieren. Ich habe mir gedacht, diesmal machen wir das Tutorial echt nicht so lange, weil das ging halt, wie gesagt, eben, also, ja, der zweite Teil ging halt 40 Minuten und das kann ich euch echt nicht antun und ich denke, da habt ihr auch keinen Bock drauf. Deswegen versuche ich es jetzt relativ knapp zu halten, vielleicht, ja, ja, wir werden sehen, wie lange es wird. Auf jeden Fall habe ich schon mal, ich habe mir halt Gedanken gemacht, wie wir das mit dem Location speichern und so machen. Und ich habe mir gedacht, dass wir da halt, zwei Methoden für machen, die habe ich hier auch irgendwo, ob sie jetzt in der Main sind oder in der YouTube-Klasse, das weiß ich gerade gar nicht, wo habe ich die Methoden dann reingepackt, das habe ich nämlich letztens programmiert, also gestern war das glaube ich noch, ah hier im Config Manager, genau, das sieht jetzt vielleicht ein bisschen komisch aus, aber ich will euch jetzt alles erklären und das ist an sich ja gar nicht so schwer. Das könnt ihr dann halt hier abschreiben und das Video dann gleich stoppen oder so. Also hier stelle ich halt erstmal eine File. Das habt ihr bestimmt schon mal gemacht, wenn ihr damit irgendwie falls gearbeitet habt, um irgendwas zu speichern, ob Locations oder Spielerstats oder so. Ja genau, halt eine File. In einem, ja, in dem, mit dem Pfad halt hier Plugins, SkyPvP, also in dem SkyPvP-Ordner. Der wird dann halt kreiert und dann wird eine spawns.yml halt reingepackt. Und dann stelle ich halt hier eine Configuration, um diese File hier zu konfigurieren. Hier ist eine Methode, die nennt sich einfach loadConfiguration, also loadCFD. Könnt ihr natürlich auch anders nennen. Hier kopiere ich dann halt erstmal die Defaults, obwohl wir gar keine Defaults haben, aber zur Sicherheit, ne? Und dann hier saven wir das einmal mit einem try-catch drumherum. Den try-catch müsst ihr nicht mit abschreiben, den könnt ihr gleich automatisch mit generieren. Dann sind halt hier eigentlich nur zwei Methoden und das Coole ist halt, es ist echt nicht so aufwendig wie, ja, also wir setzen eigentlich nur sowas wie Warp, sowas in der Art. Und ja, es ist halt relativ, es ist eigentlich sehr einfach, was Locations speichern angeht. Es gibt echt Methoden, da denkst du dir, warum macht man das so kompliziert? So, was mir gerade aufgefallen ist, ist eigentlich, dass das hier unnötig ist, das ist Player P. Wir hätten eigentlich auch, wir hätten auch eigentlich eine Location nehmen können, das wäre eigentlich viel besser gewesen. Weil, ja, ich übergebe halt den Player P, nämlich halt mal die Location von dem Spieler, anstatt einfach die Location zu nehmen. Ein bisschen doof. Aber egal. Dann speichern wir halt hier jedes Mal die Player Location drin. Also nicht, wundert euch einfach nicht. Und der String Name ist halt der Warp Name. Das habe ich auch mit einem Comment gemacht, um das euch zu zeigen. Könnt ihr irgendwie Set Warp Lobby eingeben, dann wird halt hier ein Lobby Warp generiert, der halt Lobby heißt. Ja, hier relativ leicht, wir setzen halt einfach, ja, wir setzen halt Werte in die Config rein, einmal den Namen von dem Warp, Punkt, also dann geht halt eine Zeile runter, dann World, damit wir halt so einen Abschnitt haben, bei dem wir wissen, okay, hier ist die World dazu gespeichert, und hier nehmen wir halt die Welt des Spielers, hier setzen wir uns halt die Location zusammen, nämlich mit X, Y und Z, müssen wir auch Block X, Block Y und Block Z nehmen, könnt ihr auch einfach nur Get Z zum Beispiel machen. Das ist halt viel genauer, aber ich möchte halt einfach nur den Block haben, ich brauche es gar nicht so genau. Dann hier halt den Yaw und den Pitch, das sind die Werte von, die halt, wo der Spieler hinguckt, sind das die Werte. Dann saven wir das natürlich, und das war's eigentlich auch schon, und hier gibt es jetzt noch eine Methode, die nennt sich Warp Player, halt auch nochmal ein Spieler und dann String Name. Diese Abfrage hier habe ich reingemacht, um sicherzugehen, dass in der Config halt auch der Warp-Name drin enthalten ist, dass es halt nicht zu Fehlern kommt. Und dann setzen wir uns hier einfach die Location zusammen, nämlich mit einem String, das ist einfach der Weltname, dann mit einem Integer, das ist X, ein anderer Integer ist Y, der andere Integer ist Z, das sind halt die Werte, die wir hier oben gespeichert haben, und ja, dann stellen wir halt hier eine Location, mit den dazugehörigen Werten. Dann setzen wir dieser Location halt Yaw und Pitch. Das sind halt einmal Yaw und Pitch von hier oben. Und dann tippen wir den Spieler zu dieser Location. Einfach, ja, einfach. Das ist ganz einfach, ja. Und so könnt ihr auch nicht nur ein oder zwei Locations setzen, so könnt ihr halt beliebig viele Locations setzen. Keine Ahnung, wenn ihr noch irgendwie, einen random Spawn machen wollt oder so, dass halt so ein random Spawn geportet wird oder sowas. Das ist halt eine ganz coole Sache. Dann habe ich jetzt hier noch zwei Klassen gemacht, einmal Set Warp, einmal Warp.
wie ihr seht, echt ein richtig kleiner Comment. Aber ich habe jetzt auch keine Sicherheitsabfragen oder so, was passiert, wenn das und das, und dann hat ein Fehler, eine Fehlernachricht ausgegeben. Ich habe uns relativ easy gehalten. Einfach, wenn es ein Spieler ist im Spielercasten, dann benutzen wir halt unsere Methode hier und tippen den Spieler zu dieser Location, also zu dem Arx 1. Dann tippen wir gar nicht, wir setzen den Warp. Wir setzen halt Arx 0, was dann halt eigentlich das erste Argument wäre. Aber ja, also das zweite. Sprich, slash set spawn und dann halt dieses Argument, was danach kommt, ist halt das hier. Und dann wird hier eine Nachricht ausgegeben, du hast zu dem Warp und dann halt dein Argument. Ja genau, du hast den Warp, dein Argument gesetzt. Und hier machen wir halt nochmal sowas ähnliches für den Warp. Einfach genau dieselben Abfragen zum Spielercasten. Dann hier einfach den Spieler warpen und nochmal ein Message ausgeben. Müsst ihr natürlich nicht. Und das war's eigentlich auch schon. Natürlich setzen wir es hier noch mit dem Sign in Verbindung. Genau. Dann tippen wir ihn halt hier. Das können wir wieder mit unserer Methode machen. ConfigManager. Ja, lad mal, dankeschön. Punkt WarpPlayer. E-Punkt. Ich sagte. E-Punkt GetPlayer. Und dann WarpName. Den Warp müssen wir später noch setzen. Ich sag mal PvP. Setzen wir gleich noch. So, dann wird halt jedes Mal dahin geportet. Dann. Dann mache ich noch jemanden Join Listener. Wo ist er denn? Dann tippe ich den halt nicht zur Spawn Location, sondern. ConfigManager.WarpPlayer. Spieler. Und dann zu einer Location, die nennen wir Lobby. So. Das ist eigentlich auch schon. Ja, das Grundgerüst. Also, wir hätten eigentlich schon so gut wie alles. Natürlich lassen sich noch so ein paar Einzelheiten und so reinmachen, aber das war es eigentlich schon fast. Natürlich mache ich jetzt halt noch so ein paar Verschönerungen rein. Zum Beispiel hier beim Player Death Event, Public Void on Death Player Death Event E. Davor ist mir aufgefallen, das sollten wir vielleicht nochmal was machen. Nämlich im Stuff Listener. Implements Listener. Genau. Da ist halt hier ein Event-Händler, der heißt On Creature Spawn. Weil ich möchte halt nicht, dass Kreaturen spawnen können. Deswegen canceln wir das. Obwohl ich weiß nicht, ob das Item Frame dann noch gesetzt werden kann. Ich weiß es nicht. Ich weiß, aber das ist gar keine, dass es gar keine Kreatur ist, aber mal gucken. E.get Creature Type, Entity Type. E.get Entity Type ist gleich Entity Type. Item Frame. Ne, machen wir es mal anders. Hier ist ungleich Item Frame, dann canceln wir das. Genau. Und ich hätte dann halt noch so einen Vorschlag, nämlich on Hunger, nenne ich es mal Player. Nein, warte, Food Level Change. Genau, Food Level Change Event, so heißt es genau. Player P ist gleich E.get. Stimmt, ich glaube Hunde und so können ja auch irgendwie Hunger bekommen. Dann wird das einfach mal eine Entity. So. Das ist sicherer, dann gibt es keine Fehler. Und ich möchte halt abfragen jetzt, if end instance of player. So. Und ja genau, dann casten wir es zu einem Player. Player P ist gleich End. Und genau. Jetzt fragen wir ab, if sky.ingame.config
Tames kommen kein, ah genau, Sky importieren. Punkt contains ist eigentlich ein String, ja, ist ein String. Punkt contains p.getName. Dann canceln wir das nicht, sondern wenn der Spieler halt im Spiel drin ist, kann er Hunger bekommen. Dann kann man halt auch immer so auf Schilder klicken, da halt Essen rausnehmen. Wenn er aber nicht im Spiel, soll er halt keinen Hunger bekommen. Und deswegen machen wir das so. Ja. Wenn er nicht im Spiel ist, wird er halt gecancelt. So, dann hätten wir das eigentlich ja schon so gut wie gemacht. Halt im Damage Event noch was passiert, wenn ein Spieler stirbt. E.Z. Death Message. Player P ist gleich E.get Entity. Dann setzen wir das zu, obwohl eigentlich brauchst du keine Death Message. Deswegen setzen wir es einfach zu Null. So. Was müssen wir noch machen? Ja, ich frag mal ab. If E.get Killer, nee, get Entity. Get Killer Instance of Player, dann casten wir auch einmal den Killer. Player K ist gleich E.get Entity. Get Killer. So, und dann setzen wir dem Killer halt noch ein Level oben drauf, also set level get level plus 1. Dann hat er halt auch immer ein Level und kann sich etwas in dem Shop kaufen, was wir ja im letzten Tutorial gemacht haben. So. Genau, was ich noch zeigen wollte, war der Rucksack, wie man einen Rucksack halt programmiert. Genau. Dann machen wir das mal, dafür mache ich halt eine extra Klasse. Backpack. Public static void open bag player P. Wieso? Sind die behindert? Ah, jetzt geht's okay. Wie machen wir das genau? Wir legen erstmal eine Hashmap an. Ich würde sagen, wir legen die. Obwohl, ne, wir legen einfach in dieser Klasse hier an. Public sollte sie eigentlich gar nicht mal sein, brauchst du gar nicht. Aber sie muss static sein. Also können wir doch gleich public machen. Public static. Public static. Genau, Hashmap. Wir speichern einen Player. Und ein Inventar, Inventory, wir nennen es einfach mal Back, ist gleich New Hashmap. Hashmap. So. Dann fragen wir einmal ab, if P, nee, doch, nein, if Back.contains Key P. Dann öffnen wir gleich den Backpack, aber else. Ich mach mal hier oben ein Inventar. Inventory. Inf. Dann machen wir hier inf ist gleich bucket. Create inventory. Null. Und size können wir festlegen auf 3 zum Beispiel. Ja, und dann öffnen wir dem das p.open inventory inf und dann setzen wir halt den Spieler und das Inventar in die Hashmap, also back.put p und inf, und halt wenn da schon dieser Arraylist drin ist, dann machen wir einfach p.put Open Inventory Inf und
Wo ist hier der Fehler? Ja, das ist halt 0. Ja, egal. Back.put den. Ich weiß nicht, ob das Inventar automatisch schon gespeichert wird. Daher weiß ich nicht, ob wir noch eine Methode machen müssen, um denn, ja, um das halt zu speichern alles. Wir können das erstmal so versuchen und dann werden wir das ja sehen. Gleich in dem Test. Event Händler public void on open back. Player Interact Event. If e.get player. Get item in hand. Get type ist gleich material. Saddle. Weil wir halt hier oben einen Sattel haben. Nicht hier oben, sondern hier in dem Shop ist halt ein Sattel. Und wenn das passiert, dann canceln wir das erstmal. Und dann öffnen wir halt den Rucksack. Open bag e.get player. Können wir noch einen Sound abspielen oder so? Hier, p. Wir haben den Player nicht definiert. e.get player. Play Sound e.getPlayer.getLocation Sound.chest open. So. Sollten wir schon wieder eine Menge geschafft haben. Das heißt, wir implementieren hier nochmal den Listener. Es ist auch wichtig, dass ihr halt hier die Comments registriert. Ja, hier mal, ja, habe ich halt hier so gemacht, Setwarp, und die Klasse heißt halt CMD Setwarp. Und Warp, und die Klasse heißt CMD Warp. Also die halt, wo der Comment drin ist. Und in der Plugin.yml müsst ihr das auch eintragen, das ist ganz wichtig. Dann habe ich halt hier noch einen Stuff Listener. Und, nope, nein. Und den Backpack. Und das Problem ist der Listener, genau. So, jetzt soll es keine Probleme geben. Sky PvP. Gucken wir mal hier in unseren Ordner. Erst muss ich das eine Plugin hier rausnehmen. Und jetzt starten wir das mal. Und warten. Und warten. Und wir warten. Oho, jetzt lädt's krass. Oho. Was dauert denn das so lange? So. Es leckt gerade mal wieder ein bisschen. In die Systemsteuerung. Ja, die Join Message ist ja noch ein bisschen doof. Können wir mal ganz schnell ändern. Hier und hier. Ja, das machen wir aber jetzt. Ja, das machen wir jetzt noch nicht mal neu. So, man sieht auch, wir bekommen keinen vollen Damage. Das ist ja halt auch so gewollt. Dann gehen wir mal in den Game Mode 1. Ohne ein Schild. Am besten. Ja. Einmal packen wir das hier so dran. Port und Shop. Ja, hier ist halt der Rucksack. Drücken wir drauf und wir haben halt nicht genug Level.
Und die soll es einen Fehler geben. Ne, gibt es keinen Fehler, aber wenn wir drauf drücken. Ah ja, genau. Ich habe hier halt die Sicherheitsabfrage reingemacht. In. Ja, rein. Ob es das überhaupt gibt, diesen Warp. Und den gibt es halt nicht, deswegen werden die noch nicht gewarpt. Dann bin ich nämlich hier, den Stein müssen wir. Wir werden nämlich eigentlich zu PvP gewarpt und das setzen wir jetzt auch. Nämlich Set Warp. Ein Fehler, weil ich jetzt halt nicht die Abfragen gemacht habe. Aber Set Warp PvP, das geht. Jetzt reloaden wir den Server. Und wir werden eigentlich auch dahin geportet. Jo. Aber wir können halt nicht nochmal hingeportet werden, weil ich ja hier die Abfrage gemacht habe, ob der Spieler in dieser Arraylist drin ist. Und das ist er jetzt hier. Genau, dann haben wir hier den Shop, aber nicht genug Level. Deswegen gebe ich mir die mal kurz. Wir können ja auch einen Spieler töten, aber es ist halt kein Spieler online und Minecraft zweimal zu starten, wäre jetzt auch nicht so doll. So, über Level 3. Gehen wir rein. Haben wir einen Rucksack. Es öffnet sich auch ein. Tschüss. Die ist jetzt gerade ein bisschen ungünstig. Okay, er ist verreckt. Coole Sachen. Bleibt hier. So, Rucksack. Öffnet sich jetzt nicht mehr. Auch eine coole Sache. Nachdem es sich einmal geöffnet hat, öffnet es sich nicht noch mehr. Nochmal. Ist auf jeden Fall cool. Gibt auch einen schönen Fehler. Backpack. So. Ach genau, ja klar. Das war natürlich richtig dumm von mir. Was habe ich denn da gemacht? so, totaler Schwachsinn. Inventory in. Und jetzt hole ich halt hier das aus der Arraylist, also back.getp. Das ist jetzt halt auch ein. Das ist jetzt halt dieses Inventar, das da drin ist. Und jetzt putten wir es halt nochmal rein mit back.getp, was eigentlich keinen Sinn ergibt, aber wer weiß. Ich weiß halt nicht, ob die Inventare gespeichert werden, ist das Problem. So. Gucken wir jetzt, öffnet sich sogar nochmal. Alles gut, wir tun was rein. Und es ist da halt auch drin. Natürlich ist nach dem Reload wieder raus, weil. Ja, es ist ja halt ein Hashmap gespeichert. Genau. Aber das ist da jetzt halt drin und alles ist sauer. So kann man halt auch für Minispiele irgendwie, Rucksäcke oder Kisten oder so machen, kann man halt auch so ähnlich machen. Und ich habe auch so eigentlich gezeigt, wie man das Endergames Kit Rucksack programmiert. Da müsste das gar nicht mehr in der Endergames Kit Tutorial Reihe drankommen, weil ich es ja eigentlich hier habe. Aber mal sehen. Ja. Und ist halt für einen anderen Spieler, also wenn jetzt ein anderer drauf joint und einen Sattel benutzt, jetzt ist das wieder da weg. Also wenn ein anderer Spieler drauf joint und einen Sattel benutzt, ist es halt, ja, ein anderes Inventar. Wir können denen natürlich auch einen Namen geben, hier. Wir nennen das mal. Rucksack, hier in Rot. Die loaden wir. Man hat auch einen Sound jetzt. Also ich höre ihn auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ihr ihn auch hört, den Sound. Und hier steht halt jetzt Rucksack. Also eine echt coole Sache ist das. Und ich denke, das war's auch schon wieder mit dieser Reihe. Wie schnell die mal vorbeigehen. Ich weiß echt nicht, was ich da halt noch reinmachen soll. Wir können mal kurz die Frames nochmal testen. Gehe ich mal in den Game Mode 1. Frame. Können wir jetzt auch eigentlich einen Rucksack reinpacken. Dann können wir da auch wieder rausholen. Können wir nicht, weil wir im Game Mode 1 sind. Ich dachte gerade schon. So. PvP Rucksack, holen wir wieder raus. Haben wir halt noch einen Rucksack. Aber das ist halt genau dasselbe. Oder halt nur ein Inventar. In unserer Hashmap gespeichert ist. Also wenn ich jetzt hier was reintue, ist er in dem anderen Rucksack auch drin. Ja. Aber es gibt halt keine Fehler oder so, also kein Problem.
Ja, und hier sind halt auch die Display-Names und alles genauso wie bei diesem Item. Eigentlich eine echt coole Sache. Obwohl ich, glaube ich, einen Fehler entdeckt habe. Wenn ich jetzt in Endgame Mode 1 gehe und mir einen Bogen hole und Pfeile, kann ich das, glaube ich, trotzdem noch kaputt machen. Ja. Ist natürlich ungünstig für Spieler und so. Ist natürlich richtig doof, dass Spieler dann irgendwie die ganzen Sachen kaputt machen können, wenn die halt einen Bogen haben. Das ändern wir deswegen auch mal flott in Frame Listener. Ja, genau. Dann mache ich halt hier noch einen neuen Event Handler. On Frame Damage. Entity Damage by Entity Event. If e.get Entity. Get Entity Type. Nee. Das gleich ist gleich Entity Type. Item Frame. Und Get Type, ja doch. Dann eigentlich könnten wir es dann eigentlich schon generell canceln. Das ist halt von jeder Entity unverwundbar ist eigentlich. Aber dann könnten Creative Spieler das halt auch nicht abbauen, aber Creative Spieler sollen das ja abbauen. Deswegen halt mache ich jetzt eine Entity rein, also sprich ein Arrow. Wenn ein Pfeil das trifft, geht es halt nicht, also dann bleibt es immer noch heile. Ihr könnt das ja auch machen, ich weiß nicht, ob ein Schneeball sowas kaputt macht oder so. Aber wenn ihr bei euch auf dem Server Schneebälle benutzt, dann müsst ihr das natürlich auch reinmachen. Wenn die halt es kaputt machen, das weiß ich leider nicht. Auf jeden Fall, wenn das ein Item Frame ist. Und e.get Damager. Get Type. Das gleiche ist gleich Entity Type. Type. Arrow. Arrow. So, dann canceln wir das einfach und Schluss ist. Und das war jetzt, glaube ich, nicht so lang wie der Teil davor. Es ging eigentlich, würde ich sagen. Und es war noch eigentlich recht, ja, einfache Sachen drin. Und eigentlich ist es jetzt halt schon spielfertig. Also, ja, so, ich wurde eben gestört. Jetzt sollte es aber gehen. Rucksack packen wir rein. Können wir jetzt auch bewegen, wegen Game Mode 1. Gehen wir wieder an Game Mode 0. Können wir wieder öffnen, alles rausnehmen. Wenn wir jetzt drauf zielen, ja, zielen soll gelernt sein. Geht es aber trotzdem nicht kaputt. Egal was wir machen. Ja. Eine coole Sache. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Und wenn ihr das Minispiel jetzt eigentlich durchprogrammiert habt, dann ist es eigentlich für Anfänger ein echt cooles Minispiel. Also man kann echt eine Menge damit machen. Und ja, für Fortgeschrittene ist es eigentlich auch noch ganz, ganz hilfreich, mal so ein paar Sachen, ja, kennenzulernen oder so. Wenn ihr jetzt ein krasser Profi seid, der was weiß ich programmiert, krasses Profi-Minispiel. Mir fällt kein krasses Profi-Minispiel ein. Nein. Wenn ihr jetzt sowas programmiert wie Arcade mit vollständigen Endergames und Bedwars und allen komplizierteren, etwas komplizierteren Spielen, die mir gerade einfallen, ja, dann seid ihr Pros und dann kann euch das gar nicht interessieren. Aber wenn nicht, dann hat euch das wahrscheinlich ein bisschen geholfen. Und wenn es das getan hat, lasst doch gerne ein Abo da und einen Daumen nach oben auch, wenn ihr möchtet. Und ja, das war's dann eigentlich auch schon. Bis zum nächsten Mal.